Dora, He-Mans Zwillingsschwester und Verteidigerin von Crystal Castle. Dies ist Spirit, mein geliebtes Streithaus. Sagenhafte Geheimnisse wurden mir offenbart an dem Tag, als ich mein Schwert hochhielt und rief: Für die Ehre von Grayskull! Nur wenige teilten mein Geheimnis. Unter ihnen sind Life Hope, Madame Raz und Kaul. Ich und meine Freunde von der Life Rebellion, wir versuchen zusammen Etheria von den bösen Mächten Hordax zu befreien. Hier ist Erster Horde. Wir sind im Schussbereich des fliehenden Raumschiffes. Ausgezeichnet. Ich will den Gefangenen in die Hordewelt zurückgebracht haben. Ja, eure Horde-Hoheit. Flüchtling! Kehre in die Hordewelt zurück oder trage die Konsequenzen. Wenn du jetzt zurückkehrst, wird Horde Prime gnädig mit dir sein. Du hast dafür 10 Sekunden. Niemals. Ich bin in eurer bösen Welt zu lange gefangen gewesen. Ich werde nie dorthin zurückkehren. Du wirst uns nicht entkommen, Mika. Ich weiß zwar nicht, wie du es geschafft hast, das Raumschiff ohne technisches Wissen zu starten, aber wenn du nicht abdrehst, werde ich meiner Roboterstaffel befehlen, dich gewaltsam zurückzubringen. Vergiss es, Prime, ich werde nicht zurückkehren. Dann lässt du mir keine Wahl. Roboter, greift an! Achtung, Achtung! Zwei Jäger nähern sich. Oh nein! Was mache ich jetzt? Soll ich die automatische Verteidigung einschalten? Ja, mit allen Mitteln. Halte die Roboter auf! Schilder hoch, Laser in Gang setzen. Waffen aufs Ziel eingestellt. Ziel kommt ins Fadenkreuz, Feuer! Getroffen! Red Leader und Red Staffel zum Standardangriff manövrieren! Kannst du uns hier rauskriegen? Bestimmung: Etheria! Setze Kurs auf Etheria. Bereite Antrieb auf Lichtgeschwindigkeit vor. Computer, du hast dir einen Freund fürs Leben gemacht. Vielen Dank! Gern geschehen! Er ist weg! Horde Prime wird es nicht mögen! Was werde ich nicht mögen, Red Leader? Sir, der Gefangene ist entkommen! Sollen wir das Raumschiff verfolgen? Nein, ich weiß, wo er hinfliegt. Hordak wird sich um ihn kümmern. Kehrt zur Hordewelt zurück! Ja, eure Horde-Hoheit! Sofort! Und dein Vater wurde die ganzen Jahre vermisst? Ja, ich denke die ganze Zeit an ihn. Mutter vermisst ihn schrecklich, besonders heute. Es ist der Jahrestag ihrer Hochzeit. Ich verstehe. Grüße sie ganz herzlich. Das werde ich. Wiedersehen, Bo. Oh, Vater, wo bist du? Aber natürlich, Vater, gebe ich dir diesen Tanz. Du bist ein guter Tänzer, Vater. Mhm.
könnte immer weiter mit dir tanzen. Oh nein! Du hast Durst, nicht wahr, Spirit? Nur noch ein wenig, Adora, dann bin ich bereit zu gehen. Gut, wir sollten uns nicht verspäten. Königin Angela erwartet uns. Oh, Hilfe! Jemand muss mir helfen! Das klingt nach Glimmer. Sie ist in Schwierigkeiten. Helfen wir ihr. Ich bin dir schon voraus. Für die Ehre von Greyskull! Sie muss hier irgendwo sein. Aber wo? She-Ra und Swiftwind, Hilfe! Hilfe! Ich bin hier unten, Sie hören mich nicht. Oh, wenn ich Ihnen doch nur ein Zeichen geben könnte. Vielleicht... Dieses Kristallstück könnte She-Ra auf mich aufmerksam machen. She-Ra! Swiftwind! Hilfe! Was blinkt da unten so? Ich weiß es nicht, aber untersuchen wir es. Nach unten, Swifty. Hilfe! She-Ra! Es ist Glimmer. Schneller, Swifty! Halt aus! Ich komme! Danke, She-Ra. Oh, vielen Dank. Keine Ursache. Jetzt aber zurück zum Gipfel. Wie ist es passiert? Oh, ich habe nicht aufgepasst, wo ich hingetreten bin. Oh, geträumt? Ja, das habe ich. Ich war auf dem Wege nach Schloss Brightmoon zu meiner Mutter. Wir gehen da auch hin. Wir nehmen dich mit. Danke. Fliegen scheint sicherer zu sein, als zu Fuß zu gehen. Nähern uns dem Etheria-Sternsystem. Bereite Eintritt in den normalen Weltraum vor. Etheria liegt genau vor uns. Fliegen mit normaler Geschwindigkeit weiter. Etheria, oh Angela, ich kann es kaum erwarten, dich und Glimmer wiederzusehen. Heute ist Ihr 20. Hochzeitstag, nicht wahr? Ja, heute vor 20 Jahren haben Mischa und ich geheiratet. Wann haben Sie König Mischa zum letzten Mal gesehen? Ich war noch klein, als er fortzog, um die Hordes zu bekämpfen. Aber es kommt mir vor, als ob es erst gestern war. Ich erinnere mich, wie mein Vater mit mir spielte. Er hat mich auf seine Schultern genommen und ist mit mir durch den Garten gerannt. Er war so stolz auf dich. Wir waren so glücklich, bis die Hordes einfiel. Oh, die Hordes nahmen Mischa gefangen, aber soweit wir wissen, ist er in keinem Gefängnis. Wir wissen nicht, was mit ihm ist. Er ist einfach verschwunden. Was ist das? Sieh mal, Mutter, eine Sternschnuppe. Das ist keine Sternschnuppe. Es ist ein Horde-Raumschiff. Horde hat uns beauftragt, nach einem fliehenden Raumschiff Ausschau zu halten. Oh, mächtige Horde. Muss er denn dabei seine Zunge gebrauchen, wenn er die Knöpfe drückt? Panglöcher, wie oft muss ich dir noch sagen? Ich weiß. Keine Zungen auf die Geräte. Komm schon, du Eimer mit Bolzen. Vorsicht, Berge genau vor uns. Er geht in den Tarn, die Berge runter. Nehmt eine Roboter-Squadron und bringt ihn hierher zurück und wischt die Armaturen nicht mit der Zunge ab. Jawohl, oh mächtiger Hordak. Nicht mit deiner Zunge, Dummkopf.
Tut mir leid, oh großer Einziger! Wow, ich werde froh sein, nach Hause zu kommen! Ich auch! Nach 3 Nächten hier draußen kann ich es nicht erwarten, mein Bett wiederzusehen! Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht! Oh, oh, oh. Mensch, du betrittst Harpys Land. Jetzt bist du Hungers Gefangene. Ich bin doch nicht Hordes Welt entflohen, nur um jetzt ihr Gefangener zu werden, Hunger! Ich nehme an, Sie sind zurückgekommen, um Ihre Frau und Ihre Tochter zu sehen. Vielleicht gibt's ein kleines Wiedersehen. Lassen Sie meine Familie aus dem Spiel. Angela und ich haben noch eine kleine Rechnung zu begleichen. Bright Moon! Wie schade, dass Sie da nicht hingehen werden! Mal sehen, ob jemand zu Hause ist! Ich bin sicher, dass Sie König Misha eines Tages finden werden. Dafür bete ich jede Nacht. Hey, was ist das? Königin Angela, wie schön, Sie wiederzusehen! Hunger! Was wollen Sie, Blutsauger? Aha! Ist das eine Art, einen alten Freund zu begrüßen? Besonders, wenn ich gute Nachrichten bringe? Was für gute Nachrichten? Aha! Sehen Sie mal, was ich in meinem Hinterhof gefunden habe! Misha! Oh, Misha, bist du es wirklich? Oder ist das nur ein Traum? Vater? Oh, Vater? Ja, der liebe Vati ist mein Gast! Hunger? Lass ihn sofort frei. Oh, das werde ich. Angela braucht nur herzukommen, um seinen Platz einzunehmen. Nein, ich gehe. Nein, Glimmer. Ich werde es nicht riskieren, euch zu verlieren. Königin Angela, Sie können Hunger nicht trauen, dass sie ihr Wort hält. Ich weiß, Shira, aber ich würde alles tun, um meinen Mann oder mein Kind zu retten. Aber Mutter... Ruhig, Liebling, es ist schon in Ordnung. Ich werde kommen, Hunger. Ein weiser Entschluss, Angela. Ich kann es nicht erwarten, Sie wiederzusehen. Oh, Mutter, ich brauche dich. Hunger wird dich nie gehen lassen. Du bist jetzt ein großes Mädchen, Sonnenschein. Ich weiß, du kannst für dich selbst sorgen. Für die Möglichkeit, deinen Vater oder dich zu retten, werde ich alles riskieren. Ich liebe euch beide so sehr. Bitte pass auf Glimmer auf. Natürlich, meine Königin. Seit ich ganz klein war, hat sie mich nie mehr Sonnenschein genannt. Auf Wiedersehen, Sonnenschein. Auf Wiedersehen, Mutter. Tom Leschers Roboterstaffel ist klar zum Start. Zu den Tal- und Gebirge-Roboter. Shira! Bitte, Shira, ich muss fort. Ich muss meinen Vater sehen. Nein, wir müssen abwarten und sehen, was passiert. Ich weiß, was passieren wird. Hunger wird sie als Gefangene behalten und ich verliere meine Eltern. Ich weiß, dass es stimmt. Ja, aber Glimmer... Du verstehst mich. Natürlich tue ich das. Lass uns gehen. Willkommen, Königin Angela. Wie nett, dass Sie so schnell gekommen sind. Sie können mit den Nettigkeiten aufhören, Hunger. Ich weiß, Sie meinen es nicht so. Wo ist mein Mann? Geduld! Hier ist Ihr König Mika! Misha! Angela!
Oh, mein geliebter Mann, was haben sie mit dir getan? Angela, mein liebes, süßes Weib. Wie habe ich mich nach dir gesehnt? Wie rührend! Ergreift sie! Lassen Sie sie los! Nein, noch nicht, bitte! Seien Sie froher Stimmung, Angela! Ihre alte Zelle ist noch frei! Ich habe getan, was Sie verlangt haben. Nun lassen Sie ihn bitte frei. Aha, ich habe es mir anders überlegt. Ich wollte schon immer einen persönlichen Sklaven haben. Mika ist dafür sehr geeignet. Ich werde Ihnen nie dienen. Oh ja, das werden Sie doch. Und Sie, meine Liebe, werden dabei zusehen, wie Ihr Mann mir dient. Da ist das Tal im Gebirge. Oh, wir kriegen Gesellschaft. Horde-Flieger, meine Königin, kommen hierher. Sie müssen hinter meinem Gefangenen her sein. Ich werde mich selbst um diese Dummköpfe kümmern. Swiftwind, du wartest hier. Glimmer, wir holen deine Eltern. In Ordnung. Betäubungsstrahlen feuern! Du wagst es, auf mich zu schießen? Tut mir leid, Tanglöscher. Die Flugroboter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Jetzt seid ihr dran. Glimmer, ist es möglich? Oh, Vater, ich wusste es ja, du kommst zurück. Nichts könnte mich davon abhalten. Glimmer, befreie deine Mutter. Ich helfe König Misha. Sofort. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ich danke dir dafür, dass du uns geholfen hast. Diese Ketten sind sehr stark. Das stimmt, aber das bin ich auch. Mein Name ist Shira. Erstaunlich, Shira. Ich freue mich, dass du auf unserer Seite bist. Hast du König Misha schon gefangen? Ob ich König Misha schon gefangen habe? Damit sind sie kaltgestellt und jetzt lasse ich meinen Sklaven mal arbeiten. Sie entkommen! Passt auf! Es ist Hunger! Ich hole Swiftwind und kümmere mich um sie. Nein, Shira, das ist mein Kampf. Ich verstehe. Aber nehmen Sie dies. Wenn Sie wissen, was gut für Sie ist, ergeben Sie sich! Mein Mann ist gut für mich und ich lasse ihn mir nicht von Ihnen nehmen. Wie Sie wollen, Angela! Geben Sie auf, Angela! Nicht bevor ich sicher bin, dass Sie meiner Familie keinen Schaden mehr zufügen können. Oh, mein Zauberstab! Nun mal sehen, ob Sie auch fair kämpfen können. Ich bin das Kinderspiel satt! Ich habe mich lange genug aus dem Spiel herausgehalten. Schwert zu Decke! Dieses Mal werde ich gewinnen, Angela! Nein, dieses Mal verlieren Sie! Wird Zeit, dass Sie sich mit Ihren Hordekern vereinigen. Ah! Oh oh! Danke, Shira, dass du mir geholfen hast, meine Familie wieder zu vereinen. Euch wieder zusammenzusehen ist Dank genug. Eines Tages werden wir alle in Frieden und Sicherheit zusammenleben. Wie meinst du das, Vater? Ich will damit sagen, ich muss meinem Volk dienen, so gut es geht. Und die Hordes bekämpfen, wo immer ich kann.
Aber Mischa, du bist doch gerade erst zurückgekehrt. Ich weiß es und ich werde bleiben, um mich an meiner Familie zu erfreuen. Aber ich kann nicht ruhen, bis ganz Etheria frei ist. Ich bin aus der Hordewelt gekommen und weiß, mit was für einem Übel wir es hier zu tun haben. Du machst mich sehr stolz, deine Frau zu sein. Der Tag wird kommen, an dem wir alle in Frieden und Glück zusammenleben können. Nieder mit den Hordes! Freiheit für Etheria! Freiheit! Freiheit! Hat du mich in meinem Versteck gefunden? Falls nicht, sucht mich jetzt! Seht ihr mich? Hier bin ich! In unserer heutigen Geschichte sahen wir Mischa mit seiner Familie. Manchmal sind wir uns nicht darüber im Klaren, wie wichtig eine Familie für uns ist. Wann habt ihr euren Eltern, Brüdern und Schwestern das letzte Mal gesagt, wie sehr ihr sie liebt? Macht das